Ich habe sie in Erinnerung als eine eigentlich sehr spartanische Frau mit sehr viel Familiensinn, mit einem ganz feinen Humor, manchmal ein bisschen skurrilen Humor. Bank Austria Kunstforum. Die Podcast-Reihe des erfolgreichsten Ausstellungshauses Österreich. Präsentiert von Manfred Horak. Ich halte einen großen blauen Enzian gegen die untergehende Sonne. Die Blume verwandelt sich in ein Glas mit rotem Wein und strahlt wunderbar, schrieb Meret Oppenheim 1929 in ihren Träumen und Aufzeichnungen. Mit dem Bekleiden und der Transformierung von Gegenständen, legendär ihre in Pelz gekleidete Tasse namens Frühstück im Pelz, wurde sie zur Berühmtheit. Der Surrealist Max Ernst nannte sie ein lebendes Exempel für den uralten Lehrsatz, das Weib ist ein mit weißem Marmor belegtes Brötchen. Wer überzieht die Suppenlöffel mit kostbarem Pelzwerk? Das Meretlein. Wer ist uns über den Kopf gewachsen? Das Meretlein. Meret Oppenheim hat sich zeitlebens allerdings sämtlichen stilistischen Einordnungen entzogen und so umfasst ihr Oeuvre neben Design auch Malerei, Skulptur und Dichtung. Oppenheims Interesse galt dabei der Verwandlung zwischen den Geschlechtern, zwischen Mensch und Tier, Natur und Kultur, Traum und Wirklichkeit. Das Bank Austria Kunstforum Wien präsentiert bis 14. Juli 2013 anlässlich Oppenheims 100-jährigen Geburtstags die erste posthume Retrospektive dieser faszinierenden Künstlerpersönlichkeit in Österreich. Begleitend zur Ausstellung liegt übrigens ein opulent zu nennender Katalog auf, und darüber hinaus veröffentlicht dieser Wenger, die Nichte von Meret Oppenheim, im Verlag Scheidecker und Spies den Meret Oppenheim Briefband Worte nicht in giftige Buchstaben einwickeln. Und somit steigen wir auch gleich ins Interview ein, das ich mit der Kuratorin Heike Eipeldauer und mit Lisa Wenger führte. In dem Umfang ist es die erste Ausstellung, es ist die erste Museumsretrospektive. Es gab zwei Ausstellungen in Galerien. Galerie Grinzinger, Galerie Nicht St. Stephan. Galerie Nicht St. Stephan war noch 1982 zu ihren Lebzeiten. Unsere Ausstellung umfasst 200 Leihgaben quer durch alle Schaffensperioden hindurch und durch alle Medien hindurch. Und in der Form war es noch nicht zu sehen in Österreich und auch nicht in Deutschland. Wie weit ist sozusagen auch dieser Einfluss hier in Österreich in der Kunstszene spürbar gewesen oder ist es aktuell spürbar? Ja, in mehrfacher Hinsicht, denke ich, ist ihr Einfluss spürbar. Auf der einen Seite war sie eine wichtige Figur für feministische Künstlerinnen wie Wally Export oder Birgit Jürgensen. Birgit Jürgensen hat sich ganz dezidiert auf mehreren Ebenen bezogen auf sie. Man denke an ihr Schuhwerk, an ihre Objekte mit Pelz und so weiter und so fort. Es gibt auch eine Widmungskarte an Meret Oppenheim. Wally Export habe ich für diesen Katalog interviewt. Sie hat versucht, Meret Oppenheim einzuladen, anlässlich ihrer Ausstellung Magna in der Galerie Next St. Stephan 1975. Das war eine sehr wichtige Ausstellung für weibliche Künstlerinnen, für weibliche Kunst. Und Meret Oppenheim hat ihr ein Interview gegeben im Katalog, in dem sie relativ abblockt gegen jede Vereinnahmung als feministische Künstlerin. Und ich habe Wally Export jetzt erneut dazu interviewt und Sie zählt auf, was sozusagen wichtige Parameter waren für sie, dass sie seine Eigenständigkeit entwickelt hat und dass sie sein Imaginationspotenzial hatte und natürlich auch sozusagen der Hang zu Verkleidung und Maskerade und ihre vielfältige Sprache. Also das waren alles wichtige Punkte. Gleichzeitig, glaube ich, war sie enttäuscht, dass sie sich da nicht zur Verfügung gestellt hat. Aber für Meret Oppenheim hat das eine Ghettoisierung bedeutet und hat ihrer Überzeugung nicht entsprochen, dass Kunst männlich und weiblich ist. Thank you.
dass es eindeutig eine Frau war, die da gearbeitet hat. Ich finde, das sieht man schon, da gibt es so diesen leichten Touch in sehr vielen ihrer Werke. Das kann ich mir eigentlich bei einem Mann gar nicht so leicht vorstellen. Ich denke auch, also wirklich feministische Kunst, nein. Aber Meret selbst war ja androgyn in ihrer Gestalt, in ihrer Auffassung, in ihren Begegnungen. Sie hat das eigentlich auch in ihrem Leben durchgezogen. Und fühlte sie sich durch den Feminismus vereinnahmt oder so? Also hat sie sich da abgewehrt sozusagen? Ja, also ich glaube, das ging vielleicht nicht mal so sehr nur um den Feminismus an sich, sondern darum, dass sie einfach sich nicht in eine Kategorie eingeben wollte. In gar keine. In gar keine, also schon gar nicht. Aber ich habe gerade eben noch mal dieses Interview gehört oder den Film zum Teil angesehen, der da unten läuft. Und da höre ich sie immer so, wenn ich vorbeigehe, sagt sie irgendwie immer wieder was, die Frau in der Gesellschaft hat es schwer oder als Frau hat man es nicht leicht und so. Also es war ein Thema, aber sobald es dann hieß Frauenkunst oder Feminismus, da gab es gar nichts mehr. Aber was sie sicher war eine Vordenkerin für feministische Anliegen. Also diese Aussage, Freiheit wird einem nicht gegeben, man muss sie nehmen, ist wirklich wie ein Vermächtnis. Ich meine, das hat sie ja auch schon als Kind mitgekriegt, weil ihre Großmutter war eine der ersten Frauenrechtlerinnen. Und die hat ja auch selbst ein recht ungewöhnliches Leben geführt, indem sie mit, ich weiß nicht, 27 oder 29 hat sie im 19. Jahrhundert einen 10 Jahre jüngeren Mann geheiratet. Also die hat sich auch nichts sagen lassen. Das finde ich dann interessant, wie diese Einstellung auch eben unkonventioneller Lebenswandel mit, würde ich sagen, sowohl bei Meret wie auch bei ihrer Großmutter, meiner Urgroßmutter, da hat es ganz klare moralische, ethische Werte. Die sind immer ganz wichtig gewesen, Familie, aber nur nicht eingekachtelt oder wie man denn eingeschachtelt werden. Jahre war ja dann also mit dem großen Einschnitt des Zweiten Weltkriegs. Was war da sozusagen mit ihr als Künstlerin? Es gab sicher eine Phase der Selbstzweifel. Und war das auch kriegsbedingt oder so? Oder das war eine krisenhafte Zeit an sich. Ja, also da hat einiges, glaube ich, ineinander gespielt. Ja. Aber es ist ein bisschen ein Mythos, dass sie nichts geschaffen hätte während dieser 17, 18 Jahre andauernden Krise. Und diese Krise hat sicher existiert, aber sie wird auch rückblickend von Meret Oppenheim, das ist zumindest mein Gefühl, auch so ein bisschen als in eine größere Erzählung gebracht. Und die Erzählung mündet in ihrer Erkenntnis an C.G. Jung geschult, dass der Geist androgyn ist. Also das ist schon eine große Reflexion, wo sie das sozusagen das Persönliche auf was Generelles, auf eine generelle Ebene hebt, würde ich sagen. Und so wie ich es erfahren habe oder gehört habe oder auch gelesen habe, es war nicht eigentlich eine Schaffenskrise, es war einfach eine Krise. Eine Lebenskrise, eine Glaubenskrise, eine Schaffenskrise. Sie hat immer gearbeitet. Das konnte Restauration sein, das konnte Werke kreieren und sie hat wahnsinnig viel zerstört, weil sie eben dann nicht zufrieden war. Es gibt recht viele Notizen von ihr mit Werklisten und dann geht daneben zerstört, zerstört, zerstört. Also da hat sie eben, wie Heike schon gesagt hat, sehr an sich gezweifelt, aber das dann auch total durchgezogen. Also da gab es dann keinen, es gab wirklich nur entweder so quasi alles oder nichts. Und dabei hat sie gerade in dieser Zeit zum Teil ganz, ganz wichtige Werke geschaffen. Und der Krieg, der trug ganz bestimmt zu der Krise bei. Also erstens musste sie wegen der Situation in Deutschland, konnten die Eltern nicht mehr ihren Lebensunterhalt bezahlen. Also musste sie schon deswegen zurück. Dann kam der Krieg so oder so, musste sie zurück. Dann kam die Tatsache, dass sie von dieser lebenden, lebendigen Stadt Paris auf einmal in Basel wieder landet. Das ist ja eine hübsche Stadt, aber im Vergleich zu Paris etwas mühsam.
Und dann auch die Angst, die herrscht. Also meine Großmutter, die Mutter von meiner Tochter, die hatte immer also quasi einen Rucksack bereit gepackt zur Flucht. Ja, sie schreibt immer wieder, dieser horrende Krieg, hoffentlich hört es bald auf, aber man weiß ja nie, also das hat ganz bestimmt auch, sie sagt ja, sie hat eine Depression gehabt und es war nicht die erste. Sie hat nur länger gedauert. Sie war schon als Kind, hatte sie Depressionen, das gehört anscheinend dazu. In Corona, da war sie schon als Kind, sie ging immer raus in die Natur. Sie war immer der Natur verbunden. Sie hat dort ihre Stärke gefunden, sie hat ihre Ruhe gefunden und sehr viel Inspiration. Das war eindeutig eine Nötigkeit. Sie war auch mit Pflanzen immer verbunden. Sie hat Gärten angelegt. Sie hat ganz genau gewusst, was sie will. Als auch schon 2-3 Jahre vor ihrem Tod sind wir noch zusammen Pflanzen kaufen gegangen für den Garten in Corona. Das beginnt ja eigentlich ganz von Beginn an eigentlich mit der Pelztasse. Ist ja im Prinzip ja auch eine Art Veränderung, die ihm stattfindet. Die geht einen Rollenwechsel ein mit diesem Pelzüberzug. Aber es ist ja auch schon so eine Art Metamorphose. Ist ein, natürlich, ist eine Metamorphose. Das oder? Zieht sich eigentlich durch ihr Werk durch, wenn man es betrachtet. Das ist wirklich eine Konstante, die bis zu ihrem Tod 1985 reicht. Aber es ist interessant, weil sie interessiert, glaube ich, einfach so eine Umwertung von Dingen und dadurch auch eine Vergrößerung der Wahrnehmungsmöglichkeit, des Erfahrungshorizontes. Aber es ist schon so eine Einbindung sozusagen in das große Ganze, in die Wandelbarkeit der Natur an sich. Das ist sozusagen die künstlerische Wandelbarkeit und diese Offenheit und diese permanente Neuorientierung spiegelt sich im großen Wandel und Werden und Vergehen, würde ich sagen, in ihrer Weltsicht. Und sie hat ja auch immer viel gelesen, also Märchen, da hat sie sehr viel Inspiration genommen. Es geht ja auch immer wieder um Transposition und Transformation und hat sich bezogen auf ihre Lektüren, hat die einbezogen. Das war also nicht nur die Spaziergänge in der Natur, das war wahrscheinlich als Kind schon der Anfang, aber dann ging das eben viel weiter. Und es kann sich in ihrem Werk alles in alles verwandeln. Ja, wirklich, grenzenlos. Die Geschlechter ineinander, Mensch und Tier und selbst Tier und Objekt im Fall von diesem Tisch mit Krähenfüßen. Also es ist sozusagen eine Vorstellung, dass nichts beim Alten bleiben muss. Ja. Oder auch die Steinfrau, wenn man sieht, wie im Wasser ist es noch Mensch und dann kommt es raus in die, was weiß ich, in die Realität und da wird die Frau versteinert. War das für Sie selbstverständlich, dass Sie sich eben auch dann so exponiert sozusagen als Model? War das so ein bewusster Akt in dem Sinne, das so darzustellen und eben auch vielleicht zu provozieren? Ich glaube nicht, dass es darum ging, jemanden zu provozieren. Sie sagte immer, sie wollte nicht épater les bourgeois, also die Bürger schockieren. Aber es war ein Ausdruck ihrer totalen Freiheit und das war für sie, Unabhängigkeit und Freiheit war für sie ein ganz zentrales Thema, ein ganz wichtiges Thema. Und irgendwann sagt sie, glaube ich mal, ja, der Man Ray hat halt gesagt, ich soll zu ihm kommen und dann hat er gesagt, ich soll mich mal hinstellen, dann habe ich es halt gemacht.
Sie war ja wirklich noch sehr jung. Und Man Ray sagt auch in seiner Autobiografie, sie sei das freieste oder hemmungsloseste Wesen gewesen, das er je gekannt hat. Also die hat das, so viel ich weiß, nicht gemacht, um zu provozieren, aber auch um klar zu sagen, also ich habe da keine Probleme damit. Das ist auch so eine umstrittene Sache, inwieweit es auch eine Selbstinszenierung dargestellt hat, diese Fotoserie, erotisch verhüllt. So ist es dann auch publiziert worden in Minotaure. Also es ist auf alle Fälle eine sehr stolze, selbstbewusste Person, die man da zu sehen bekommt, die natürlich schon im Sinne der surrealistischen Ikonografie, deren Körper fragmentiert ist, durch dieses Druckerpressenrad, dann kommt dieser phallische Handgriff dazu, der das Ganze wieder in sein androgynes Bild kippen lässt. Ich würde schon sagen, dass man diesen selbstinszenatorischen Aspekt nicht wegdiskutieren kann. Was dann damit gemacht worden ist in der Rezeption, ist wieder eine andere Sache. Dass ihr das zum Verhängnis geworden ist und dass sich dann Mythen um sie gerankt haben, wie, ja, sie hätte in die Hüte der Männer gepisst und wäre, also da gibt es die absurdesten Erzählungen, ja, einfach weil die Fantasie dieser alten Typen angeheizt war. Ja, ja, aber eben so wie ich sie gekannt habe, das sah ich jetzt nicht. Das hat sie so oft gesagt, sie hätte nicht die Bürger schockieren wollen, das werde ich. No, ich meine, trotzdem, ich kann mir meine Großeltern vorstellen, wie sie da ankam mit den Nacktfotos. Das, Gott sei Dank waren die auch recht freisinniger. Das mit der Selbstdarstellung, da ich bin nicht überzeugt. Wenn ich sie lese oder höre, dann heißt es eigentlich immer, ja, ich habe halt gemacht, was der gesagt ja, hat. Ja, aber das ist auch eine Inszenierung, meiner Meinung nach. Ja, ich weiß es nicht, weil in dem Alter und so weiß ich nicht, ob sie schon so bewusst das gemacht hat. Kann sein. Ja, aber sie hat ganz andere Dinge ganz bewusst gemacht in ihren Werken in dieser frühen Zeit. Also stimmt, ich glaube nicht, wieder. dass das völlig unbewusst und sozusagen hingebungsvoll passiert ist. Kann ich mir aber nicht sicher vorstellen. Hat sie sich amüsiert, das ist mal ganz sicher. Gleichzeitig gibt es Werke in der Kunst von Merit Oppenheim wie das Abendkleid mit Büstenhalter-Collier, also das wirklich schon ganz stark weist in diese Richtung der feministischen Kunst. Man denke da an Wally Exports Tätowierung eines Strumpfhalters. Es geht natürlich dann noch einen Schritt weiter. Und sie hat sich ja dann schon auch selbst inszeniert später, nicht? Mit diesem Foto hier auf dem Titelbild, mit dem Röntgenbild. Wie es gibt auch Fotos, die sie zeigen in einem Papierkleid, so aus lauter Papierschnipseln, mit einer Sonnenbrille, die so nach oben abgekippt ist. Und das ist auch selbst inszenieren. Sie hat sich selbst inszeniert mit ihrer heiß und nicht geliebten Pelztasse in Stockholm, wie sitzt sie auch da und trinkt dort oder hält sie, also das ist dann total da, aber eben, wie sie noch lebte, sie war eigentlich dagegen, dass in einer Ausstellung über sie die Man Ray Fotos drin waren. Weil das fand sie dann wieder zu reduktiv. Nicht? Weil die oft ihr Werk ersetzt haben. Also es gab unlängst noch Ausstellungen surrealistischer Künstler, da wird jeder surrealistische Künstler oder Künstlerin mit einem Werk besprochen und sie wird mit einer Man Ray-Fotografie besprochen. Ja. Und da kann ich mir vorstellen, dass sie in erster Linie natürlich mal ihr eigenes Werk präsentiert haben wollte. Bei uns ist das nur wie ein Addendum sozusagen. Das ist eine Frage, die bringt mich immer etwas in Verlegenheit, weil für mich war es einfach die Tante als Kind, ja. Eine wunderschöne Tante, eine etwas mysteriöse Tante, eine mythische Tante, weil das, ich wusste schon, das war die Merit Oppenheim. Aber ja, also als Kind nicht wahnsinnig viele Erinnerungen. Später dann, vor allem so in den 80er Jahren, Ende 70er, in den 80er Jahren,
da eindeutig mehr. Und auch schon in den 70er Jahren, da war ich nämlich bei ihr in Bern, war ich so an Sommerkurs und durfte wohnen bei ihr. Sie war zum Teil nicht da, zum Teil ja. Und dort habe ich eigentlich ihr Universum so ein bisschen mehr entdeckt. Ihr Atelier, wie sie lebte. Und ich habe sie in Erinnerung als eine eigentlich sehr spartanische, normale Frau mit sehr viel Familiensinn, mit einem ganz feinen Humor, manchmal ein bisschen skurrilen Humor. Eigentlich sehr freundschaftlich waren wir. Eine sehr freundschaftliche Beziehung, obwohl sie hat mich immer Lisa Lee genannt. Also kleines Lisa. Einfach angenehm, faszinierend und auch sehr zugewandt. Im Familienhaus ist nach ihren Plänen renoviert worden auch. Hat sie mich rumgeführt, hat mir alle Sachen erklärt, hat mir gesagt, was, wie, wo und warum. Also da habe ich mich sehr einbezogen gefühlt. Ich weiß noch genau, es gab so eine Zeit in den 80er Jahren, da hat sie sich mit Brentano auseinandergesetzt und der Caroline von Günterode, aber mit mir hat sie darüber nicht so sehr gesprochen. Hingegen hat sie mit mir über die Hildegard von Bingen gesprochen und das fand ich total interessant und lehrreich. Es ging eigentlich um Themen, Lebensthemen und philosophische Themen, weniger um ihre Kunst oder um Kunst selbst. Vielleicht, weil sie genau wusste, dass ich keine Ahnung hatte, ich weiß es nicht. Damals auf jeden Fall. Wie haben Sie dann Ihr sozusagen Ihr Gesamtwerk kennengelernt? Ich würde sagen, das fing auch so in jenen Jahren an. Da bin ich dann öfters in ihre Ausstellung gegangen. Es konnten Retrospektiven sein in Frankreich oder in der Schweiz. Und habe mich dann immer mehr damit in Verbindung gesetzt. Und eigentlich hat es dann richtig angefangen nach ihrem Tod. Erstens durfte ich mit meiner Cousine, die heißt auch Meret, durfte ich ihr Atelier in Bern räumen und da also nochmal einen sehr engen Kontakt mit ihr pflegen. Es war auch zum Teil fast, ja, auch sehr intim. Und dann einfach später habe ich mich immer mehr interessiert und in den letzten Jahren auch ihren schriftlichen Nachlass betreut und erfasst. Gefällt Ihnen alles, was sie gemacht hat, oder gibt es auch Sachen, wo Sie sich denken, naja, das ist zumindest mittelmäßig oder hätte ich in der Art und Form nicht der Öffentlichkeit bekannt gemacht? Ja, es gibt natürlich Dinge, die sind weniger stark. Es gibt ein paar Werke aus den frühen 50er Jahren, also 49, 50, 51, 53, die sind extrem dunkel und finde ich auch nicht rasant. Und es gibt Werke, die finde ich auch von der Technik nicht wunderbar. Wir haben auch viele Zeichnungen, die finde ich jetzt nicht so toll. Sind natürlich auch dann nie in den Retrospektiven gezeigt. Da braucht es Platz für ihre wunderschönen Werke. Es gibt Sachen, aber gerade auch wenn ich jetzt diese Ausstellung hier anschaue, ich bin richtig berührt, wenn ich da reinkomme und diese Werke sehe. Und ich merke einfach wirklich, es kommt richtig eine Liebe für Meret in mir hoch, ein ganz tiefes Gefühl. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Das ist ein perfektes Schlusswort. Thank you and good night.